Shabda. Shabda ist ein Sanskrit-Ausdruck und heißt Ton, Klang, Schwingung. Shabda spielt zum Beispiel im Nada-Yoga eine wichtige Rolle, wo davon ausgegangen wird in der Philosophie, dass die Welt begonnen hat mit dem ersten Shabda, mit dem ersten Klang, der ersten Schwingung. Auch im Kundalini-Yoga, im Tantra, wird oft von der ersten Shabda gesprochen, also vom ersten Klang, der geschehen ist in dieser Welt. Shabda. Shabda ist auch eine innere Meditation. Vielleicht hast du schon mal von Surat-Shabda-Yoga gehört. Das ist die Meditation über inneres Licht und inneren Klang. Es gibt dort eine eigene Richtung. In Deutschland zum Beispiel bekannt Kirpal Singh und andere Meister, die haben Surat-Shabda-Yoga gelehrt. Das heißt die Meditation auf den inneren Klang und das innere Licht. Inneres Klang in unserer Tradition von Yoga Vidya bezeichnen wir eher als Antanada oder die Konzentration auf Anahatanada, den inneren Klang. Und Shabda in unserer Tradition ist dann in der Kundalini-Yoga-Philosophie, der Tantra-Kosmologie, der Beginn des Universums mit dem ersten Shabda. Und das ganze Universum ist letztlich Shabda, Klang und Schwingung. Und letztlich Shakti, die höchste Energie, ist nichts anderes als Shabda. Ja, das reicht auch schon für heute in dieser Kurzerklärung des Sanskrit-Begriffes Shabda, Schwingung, Klang und Ton.